Skill Software ist ein Frankfurter Softwarehaus, das ich vor 22 Jahren gegründet habe. Nach der Logik von Jürgen Bernd sind wir also in Menschenleben 88, also stramm auf die 100 zu. Ich fühle mich deutlich gealtert seitdem und gereift. Aber wir fühlen uns dennoch jung und innovativ. Wir haben eine Truppe von sehr unterschiedlichen Entwicklern zusammenstellen können in den letzten Jahren. Ich bin zum Glück der Älteste davon, kann sagen, ich habe die meisten Erfahrungen, aber wir haben auch sehr junge Entwickler, die neue Ideen haben, die man jetzt als Apps auf solchen Smartphones oder Tablet-PCs liefert. Und das macht im Moment gerade eigentlich den Erfolg unserer Arbeit, unserer Produkte aus. Wir sind hier in diesen Arbeitskreis mit Kai Lied vorgestoßen, weil wir am Flughafen ein paar Lösungen gebaut haben und haben versucht, die auch weiteren Bereichen, also konkret hier der OFB, die dieses Areal entwickelt, und den G3, also den beiden Partnern der OFB, vorzustellen, weil klar ist, Sie sind hierher gekommen, haben gesehen, hier gibt es noch reichlich Fläche, die bebaut werden soll. Und auf dieser Fläche kann man natürlich Beton aus dem Boden stampfen, dann entsteht hier sowas Ähnliches wie im Stadtteil nebenan, Bürostadt Niederrad. Da hat Skill vor 22 Jahren das erste Büro gehabt, zufälligerweise in der Bürogemeinschaft. Und ich muss sagen, es war ein schrecklicher Stadtteil, da möchte ich freiwillig nicht wieder hin. Es sei denn, man bietet das extrem günstig an. Aber aktuell hat man einige Konzepte in Arbeit genommen, macht Studentenwohnheime draus, um den Stadtteil etwas zu beleben. Das war eine der Thesen, die wir den Entwicklungspartnern hier vorgebracht haben. Wenn es einen modernen Stadtteil geben soll, dann zeichnet sich dieser oder kann sich dieser nicht nur auszeichnen, dass er ziemlich nah am Flughafen liegt. So viel weiter ist Niederrad ehrlich gesagt auch nicht, sondern man muss auch ein paar neue Dinge bieten, die man heute eigentlich überall hört. Man muss Unterstützung bieten, dass sich die Mitarbeiter, die hier arbeiten sollen, wohlfühlen, dass sie gerne hier arbeiten, dass sie hier ihre Potenziale entwickeln können, genauso wie die Unternehmen, für die sie hier tätig sein sollen. Für einiges macht man schon ein bisschen anders. Also Niederrad ist, glaube ich, jetzt 40 Jahre alt oder noch älter. Da gibt es bis heute keinen Park. Hier ist, bevor die meisten Gebäude standen, der erste Park eröffnet worden, gleich hinter diesem Fenster. Und Kai Lied hat, der Manager des Hotels, als ich das letzte Mal hier war, eröffnet, dass sie demnächst hier eine schöne Terrasse bauen darf, dass dieses genehmigt sei. Das heißt, der Park soll tatsächlich mit Leben gefüllt werden. Was kann man darüber hinaus tun? Was ist vorhanden? Was haben wir bisher an Ideen, Konzepten oder Techniken entwickelt? Das Erste natürlich steht hier. Wir haben ein Konzept entwickelt auf dem letzten oder vorletzten Bau- und Facility-Meeting. Im Juni hatten wir den drittgrößten Anbieter von WLAN, Routern, die Firma Ruckus. Und die hat erzählt, dass sie viel Erfahrung hat, beispielsweise in der City of London zur Olympiade, sehr flexibles Netzwerk für Millionen Menschen aufgebaut hat, was sehr preisgünstig war. Es hat eigentlich die Initialzündung gegeben, bei den Entwicklern hier neu nachzudenken. Die wollten eigentlich LTE oder Ähnliches oder möglicherweise hier aufbauen. Und die Ruckus-Spezialisten haben gesagt, lass das, weil LTE nicht international ist, nicht kompatibel ist zu den Durchreisenden, die von irgendwo in der Welt kommen, aber WLAN ist das Ganze. Das war ein wichtiger Punkt mit dem Vorschlag, ein WLAN-Netz hier zu installieren, haben wir Gehör gefunden und deshalb inzwischen auch offene Ohren für weitere Ideen. Das Zweite, was wir hier haben, aber eigentlich ist das an erster Stelle zu nennen, das ist der Herr da hinten, Kai Lied, als aktiver Netzwerker ist ungeheuer wichtig im Zusammenführen von kreativen Leuten, von Unternehmen, auch von kleinen Unternehmen, die gute Ideen haben. Und er kann ich so ein bisschen verraten, ist in einer guten Position hier,
das auch offiziell in diesem Stadtteil, der hier entsteht, weiter treiben zu sollen. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz dickes Fund, mit dem wir als diese bisherigen Unternehmen, die versuchen, hier was gemeinsam zu entwickeln, dick und fett wuchern. Denn seine Initiative kann man, glaube ich, nicht mit Geld bezahlen, muss man aber auch mit Geld bezahlen, weil ohne geht es nicht. Wir haben jetzt als Neues einen Partner aus Frankfurt gewonnen, der ein Shopping-System anbietet, mit dem man online einkaufen kann. Das gibt es zwar schon in vielen verschiedenen Bereichen, aber hier noch nicht. Mit dem Effekt, die Mitarbeiter, die hauptsächlich nicht leben, sondern ihre Arbeitszeit verbringen, können sich Stress minimieren, indem sie online bestellen und dann dem Supermarkt sagen, entweder liefer es bitte an oder ich komme 16:45 per Drive-In und würde es gerne abholen. Was weiterhin wichtig ist, Vermarktung, Selbstvermarktung, Verkauf der eigenen Leistungen und Produkte. Dafür gibt es geeignete Unterstützungssoftware, das seit 22 Jahren eins der Betätigungsfelder von Skill. Haben wir als Tool auch verfügbar, speziell auch in der Ausprägung für die Baubranche mit Baugewerken und allen Möglichkeiten drumherum. Und das war auch der Ausgangspunkt für das, was ich hier noch stehen habe und gleich zeigen werde. Eine mobile Dokumentation von Arbeits- und Prozessvorgängen im Bau- und Technikbereich. Und wir haben hier am Flughafen bereits etabliert ein mobiles, digitales und dynamisches Besucherleitsystem. Ich zeige dazu ein paar Bilder. Fangen wir beim letzten an, dem Besucherleitsystem. Das ist in diesem großen Zeppelin, ein paar Meter von hier, installiert. The Square genannt, gilt als das modernste Bürogebäude Europas. Wir sind stolz, als Frankfurter Unternehmen gegen die Platzhirsche, die am Flughafen solche Systeme entwickeln, uns behaupten zu können. Wir sind einfach dort aufgetreten und haben gesagt, die Systeme, die es bisher am Flughafen gibt, sind für euch ungeeignet. Dann haben die gesagt, ach, das behauptet jeder, der was anders verkaufen will. Wodurch seid ihr geeigneter? Dann haben wir gesagt, in dem Gebäude, das 660 Meter lang ist, für Frankfurter heißt das so lang wie der Teil der Zeil, läuft keiner gerne zu einem Fahrstuhl, zu dem das Leitsystem führt, um dort ein Schild zu sehen, heute außer Betrieb oder in einen Trakt, in dem die Lufthansa gerade einzieht und deshalb Möbelpacker unterwegs sind, der gesperrt ist oder wo ein Notfalleinsatz ist oder ähnliches. Die Frage war, was würden die anders machen? Wir haben gesagt, es gibt keine festen Wege. Wir rechnen aktuell immer, welcher verfügbar ist und zeigen nur Verfügbare an. Das ganze System ist dort seit 1,5 Jahren, verfügbar auf 16 Stelen, die so aussehen, der Unterteil mit Touch-Monitoren. Das heißt, Sie können hier jeweils Abfragen stellen. Das hier sind die Bedienelemente, entweder nach Services wie Pizzeria, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, nach bestimmten Mietern, die Sie suchen, also ein Unternehmen, das dort ansässig ist, und erhalten dann hier jeweils auf diesem Schema des Square-Gebäudes den Weg angezeigt. Aktuell verfügbare Wege. Und hier gibt es zu jedem Mieter und zu jeder Einrichtung in dem Square eine sogenannte Mikro-Website, auf der das Angebot dargestellt wird, Öffnungszeiten oder ähnliches. Das war die erste Stufe. Zweite Stufe ist, das ganze System läuft auch im Internet. Das heißt, man kann von zu Hause eine Routenplanung machen. Und wenn man weiß, man kommt morgens um 9 dort an, hat um 10 Uhr ein Meeting, das geht bis 14 Uhr, will sich dann mit einem Kollegen zum Mittagessen treffen, dann noch was einkaufen, zum Friseur gehen und um 18 Uhr von Terminal 2 weiterfliegen. Dann kann man das Ganze hier eingeben in Stationen, Zeiten und bekommt einen Wegeplan angezeigt. Drittes Element haben wir als Prototyp fertig, zusammen entwickelt
in einem Fördermodell der ESA, der European Space Agency aus Darmstadt, dass wir Indoor und Outdoor diesen Routenplan auf ein Smartphone legen können und sie führen können, wenn sie dort unterwegs sind. Ehrlich gesagt, das quer ist durch die Länge nicht das übersichtlichste, aber im Vergleich zum Rest am Flughafen noch mit das übersichtlichste, was es dort gibt. Wenn man ein Geschäftskollege von mir, dem habe ich so viel von Square erzählt, dass der in dem Square Parkhaus geparkt hat, als er seine Tochter in Terminal 2 zum Flugzeug bringen wollte. Und er hat hinterher gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dafür gehörst du heute noch gehauen. Ich bin einen gefühlten Marathon gelaufen dort, Treppe runter, hoch, drüber, um die Ecke. Und dann stand ich irgendwo und wartete auf einen Bus, der nicht kam. Hab dann gesehen, dass oben drüber diese Schnellbahn fährt von Terminal 2 zu 1. Das könnte man natürlich deutlich eleganter liefern. Hier haben wir von den Entwicklern gehört, dauert es Monate, bis ein Bushaltestellenschild dort aufgestellt wird, wo die Planer es brauchen würden und die Busse abfahren sollen. Nur wenn das Schild kommt, ist da eine Baustelle und die Haltestelle bereits verlegt. Das heißt, auch das könnten wir mit einem Leitsystem verbessern. Wir haben eine Technik entwickelt, die wir jetzt mehrfach auf Messen eingesetzt haben. Ich überlege die ganze Zeit, ob die auch hier sinnvoll ist. Eine Hochfrequenztechnik, die auf Messeständen installiert wird, oben an der Decke. Und dann auf solchen, das ist ein konkreter Stand der Firma Häfele, eines unserer Kunden, 1200 Quadratmeter, gefüllt mit 300 Mitarbeitern und mindestens genauso viel Besuchern normalerweise. Und da gibt es immer die Frage, wo ist eigentlich der Reh gerade? Da weiß jeder, wo der vor 10 Minuten war, aber keiner, wo er jetzt ist. Dafür sollte eine Lösung erstellt werden. Der Reh konnte dann angepinkt werden, nachdem man erstmal hier in einer Datenbank geschaut hat, ist er überhaupt heute am Stand? Wenn ja, wurde er angepinkt und es leuchtete die Position auf diesem Standmodell auf. Und man konnte ihn entweder holen, wenn der Chefeinkäufer aus Dubai an der Infothek stand, oder man konnte ein Bild ausdrucken mit seiner Position am Stand, ihm das geben und sagen, er steht da hinten hinter der dritten Säule und den Besucher auf den Weg schicken. Das kann man kombinieren mit der Routenführung zum Beispiel. Das ist eine weitere Lösung, die wir technisch verfügbar haben. Und im zweiten Ansatz mobile Dokumentation von Vorgängen im Bau und Technik haben wir entwickelt auf der Basis unseres CRM-Systems. Sehen Sie auf dem Bild, letztes Jahr den Telekom-Innovationspreis gewonnen dafür. Der Herr da hinten war mitverantwortlich, weil er uns dreimal hintergetreten hat, dass wir uns auch wirklich bewerben, weil wir gesagt haben, ach, so viel Bewerbung abgegeben, in der Zeit kann man Geld verdienen, wenn man Kunden gewinnt. Er hat gesagt, nein, mach das, das ist so toll. Also wir haben jetzt dieses Signet hier oben, hat uns ganz viel gebracht, da verdanken wir keine ganze Menge, sind ihm auch sehr dankbar für. Das Ganze arbeitet im Wesentlichen so, dass wir in diesen Smartphones und Tablet-PCs eine grafische Grundlage als Arbeitsgrundlage definieren. Im Baubereich üblicherweise ein Plan, kann aber genauso gut ein Foto sein, weil wir diesen Plan als Bild benutzen. Dann können Sie, wenn Sie hier was eingeben wollen, hier aus dem Menü auswählen, was es ist. Eine Wartung, ein Service, ein Mangel, eine Umbauarbeit oder Ähnliches. Und wenn Sie das ausgewählt haben, geht ein Formular auf dem Tablet auf, das Sie ausfüllen. Viele Felder, sehen Sie hier, sind mit Dropdown-Technik, also mit Begriffen hinterlegt, dass man so wenig wie möglich eintippen muss auf dem System. Sie können hier unten Fotos integrieren, so viel Sie wollen, und den kompletten Projektvorgang so dokumentieren. Und das Ganze funktioniert im Technikbereich genauso. Und hier sieht man auch, dass wir nicht auf der Basis eines echten Bauplans, sondern auf Foto- oder Bildbasis arbeiten. Hier haben wir ein ICE markiert mit diesen Pins, welche Positionen zu warten oder genauer zu untersuchen sind oder wo sie hinkommen. Und kann damit weiter Informationen verknüpfen. Zu guter Letzt erhält man aus diesen Tätigkeiten, die man mobil am Arbeitsplatz dokumentiert,
beliebige Berichte in Vorlagen ausgegeben, ähnlich wie der Jürgen das in seinem Bereich gezeigt hat. Deshalb wollen wir auch zusammenarbeiten. Mobile Erfassung für seine Immobilienbewirtschaftung ist hier, wo viel gebaut wird, natürlich ein Thema für eigentlich fast jeden Bauarbeiter. Mir tränen immer die Augen, wenn ich hierher komme und sehe, wie viel hier mit Plänen rumwerkeln oder gar keine Unterlagen dabei haben, trotzdem ständig Entscheidungen treffen. Finde ich phänomenal, aber dann wundert man sich, dass die Projekte nicht fertig werden oder nicht abgenommen werden, weil die Realität halt ein bisschen anders aussieht. Das habe ich schon erwähnt. Letzter Punkt, kann man leider schlecht sehen, da wir einen großartigen Netzwerker hier haben. Eine der Leistungen, die wir hier natürlich uns ausgedacht haben, die man hier auch anbieten könnte, als eine moderne synergetische Leistung, ein Campus, sagen wir mal, Ebene 2.0, 3.0, die Möglichkeit, hier allen Mitarbeitern und allen Unternehmen, ähnlich wie heute Abend, regelmäßige und permanente Plattformen zu bieten, indem man sich austauschen kann, indem man Synergien entwickeln kann, indem man miteinander Spaß hat oder Ähnliches. Das heißt, es ist geplant, diese Veranstaltung wie heute zu anderen Themen weiterzuentwickeln, um die Nachbarschaft in so einem Campus zu fördern, zu unterstützen. Bis dahin, dass man, und das hatte ich gehofft, würde man in diesem Bildteil sehen, auch sieht, wer kennt wen, wer arbeitet mit wem eigentlich zusammen, wer hat welche Kompetenzen, dass ich hier einstellen kann. Ich bin jetzt 3 Wochen oder 3 Monate im Holm, forsche dort mit Kollegen zusammen. Ich suche jemanden zum Tennis spielen, Skat kloppen, Fußball gucken oder joggen. Wer hat Lust, wer ist hier unterwegs und der kann mich kontakten. Das sollte hier visualisiert werden in so einem Beziehungsnetz, wo man sehen kann, wer mit wem aus welchen Gründen gerne zusammenarbeitet oder was gemeinsam macht. Das als eine Plattform, die neben den Veranstaltungen der Art wie heute stattfinden sollen, um möglichst viel Synergien zu fördern und tatsächlich einen modernen, sozialen, neuen Standort für innovative und erfolgreiche Unternehmen hier zu platzieren. Das sind einige der Elemente, die wir bisher entwickelt haben. Kai hat vielleicht noch ein paar weitere, die ich noch nicht erwähnt habe. Sie hoffentlich noch viel mehr. Ich freue mich darauf, dass wir darüber austauschen. Wenn Sie zu den Sachen, die ich präsentiert habe, Fragen haben. Ich habe Ihnen jetzt nochmal dieses Baudoc auf dem Smartphone mitgebracht. Auf dem Tablet habe ich schon oft gezeigt. Also es geht noch kleiner und noch kompakter. Und ich hatte jetzt diese Woche ganz viel zu tun mit einem ganz großen Zertifizierungsunternehmen. Die haben mir gesagt, das ist gut, dass ihr das habt auf allen 3 Ebenen, weil ich bin mal mit meinem Notebook an der Baustelle, dann bin ich mit dem Tablet unterwegs und leider Gottes ruft mich das Büro auch an, wenn ich eigentlich mit meiner Familie irgendwo hinfahre, sagt, du bist doch gerade an der Ecke, da ist ein Schaden gemeldet worden, geh mal schnell vorbei. Was habe ich? Dann fahre ich nicht ins Büro mein Notebook holen oder mein Tablet, aber mein Telefon habe ich immer dabei. Und Baudoc, TechDoc läuft auch darauf. Vielen Dank.